Okay. Wir machen das jetzt, als wäre es ganz normal. Mann, das ist gerade hier. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt in meiner Instagram-Story abgestimmt, dass ihr ein Trial-Video wollt und ich bin gerade nach Hause gekommen von meinem Urlaub. Und wir haben 0:40 Uhr. Und ich nehme jetzt auch dieses Video auf, damit ich es in meiner Mittagspause quasi schneiden kann, damit ihr auch ein hammerhartes Video habt. Und ja, wir schauen uns jetzt kurz die Scheibe an. Ich habe den in der App schon gesehen. Ich finde den wirklich zuckersüß. Aber ich werde mir auf meinem Hauptaccount einen anderen holen. Auf jeden Fall. Und werde dann einfach den aus der App auf meinen zweiten Account kaufen, wahrscheinlich. Aber das müssen wir selbst noch anschauen. Also, ich habe jetzt halt noch das Outfit vom letzten Video an. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Aber ja, wir schauen uns mal die Scheibe an. Ich bin mir sehr klar, wenn ich ihn nicht mehr kaufe, aber das ist eine Flasche. Wir schauen uns gleich das sonst trotzdem zusammen an, weil ich habe sie noch nicht so im Spiel gesehen und so. Ich glaube, ich werde nur ganz, ganz kurz auf die Gangart hineingehen, weil ja, mittlerweile gibt es sicher einige Videos darüber. Und falls ich es nicht verpenne, ich werde mir Mühe geben, mache ich morgen früh noch einen Jumpy-Test, bevor ich zur Arbeit gehe. Aber ich kann einfach nicht versprechen, dass ich das nicht verpenne. Und ja, also, hätten wir den Rappen. Finde ziemlich basic, so mit seinen vier weißen Beinen, aber zuckersüß. Gefällt mir mega gut. Der Schimmel. Ich finde den Schimmel an sich ziemlich schön. Wirklich, die Mähne ist wunderschön, die ist richtig klares Weiß. Aber dafür ist der Körper so ein bisschen dunkler gehalten. Das gefällt mir extrem gut. Und das Einzige, was mich stört, ist die Nase. Ich weiß nicht. Es ist mega die tolle Idee von Star City, so das zu machen, aber es ist so hässlich, Mann. Ich finde es so hässlich. Weil, keine Ahnung, irgendwie. Also von der Seite geht's. Wenn jetzt, ich glaube, wenn die andere Seite nicht pink ist, wird es mich nicht so krass stören, aber dieses Pink triggert mich. Und jetzt zu diesem Grauen hier. Ich habe den Trailer gesehen und dachte, nicht im Trailer, im Spoiler und dachte mir so, boah, ist der hässlich. Aber jetzt, wo ich den im Spiel sehe, ich habe auch schon einige Outfits mit dem gesehen und holy shit, der ist fucking insane. Sorry für meine Ausdrucksweise. Aber Alter, ich finde den so hübsch. Ohne Scheiß. Ich finde den so schön. Das ist so eine spezielle Farbe. Das sieht so geil aus. Also, wirklich finde ich richtig toll geworden. Auch die Idee mega cool. Dann dieser Fuchs. Das hat so ein Basic auch so ein bisschen, also ein Fuchs. Und ich bin allgemein kein Fuchsmensch. Ich habe auch nicht viele Füchse. Ich finde, er ist schön geworden. Er hat schöne Details. Also, hier am Bauch finde ich mehr süß geworden. Die Mähne sind voll auf einmal schön. Insbesondere Blässe. Oh mein Computer, hält hab da shit. Dieses Zeichen auf ist auch mega cool. Ich bin einfach kein Fuchs-Fan. Ich reite das einfach nicht gerne. Und dann hätten wir. Uff, oh Gott. Dann nennen wir diese Schönheit. Das ist wirklich. Ich bin sprachlos. Ich fand ihn im Trailer schon mega schön, aber jetzt, wo ich den noch sehe. Boah, der sieht richtig gut aus. Der hat das aber richtig gut gemacht. Wow. Das sieht echt mega krass gut aus. Das. Oh Gott, wie kann ein Pferd so gut aussehen? Ja, nach dem letzten finde ich auch mega schön geworden. Mega schön. Also ich glaube, ich werde mir jetzt in diesem Video nur einen kaufen. Das habe ich mir gesagt. Das ist 16 Star Wars, ja. Stimmt. Und ich möchte ein bisschen Star Wars sparen. Weil, ja, wir alle haben kein unlimitiertes Geld. Und ich spare eigentlich gerade auf mein erstes eigenes Auto. Also
möchte ich ein bisschen weniger Silence auf nehmen und deswegen kaufe ich vorerst nur einen. Und noch kurz mehr nach. Ich mag die Stimmen. Ich mag die Stimmen auch auf dem 5-Pferden mega. Also ich werde es für Safe-Hit bekommen, weil ich schon die 5-Pferde mache. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Aber ich finde diese Mähne, die finde ich richtig gut. Die ist mir zu kurz. Das ist so die harte China-Mähne. Die gefällt mir überhaupt nicht. Das Zöpfchen. Oh, das ist auch so süß. Das wäre so eine typische Ich-Frisur. Oh mein Gott, das ist auch so süß. Auch so, falls ich noch nicht angemerkt habe, dass ich werde mir den kaufen, weil das ist richtig. Oh, sorry. Das ist richtig nice. Fühle ich. Der hat auch sich den gekauft, der Lehrer. Und ich finde im Spiel, jetzt wo ich ihn sehe, ich habe ein Video von der Lehrer geschaut, fand ich ihn okay. Und jetzt wo ich ihn sehe, ich bin baff, Alter, wie gut die geworden sind. Das ist auch mega süß, aber Schweib. Und das ist auch voll cool, dass man diese Mähne hier machen kann. Aber sie ist mir persönlich so ein bisschen zu wellig, weil der Schweif so richtig gerade ist. Und hier noch mit Bart. Also Bart finde ich überhaupt nicht. Das ist gar nicht mal mit Bart. Also dann lasse ich, ich glaube, ich lasse die Standardmähne vorerst. So. Ich finde ehrlich gesagt, ich würde es ein Wallachmann, aber irgendwie erinnert es mich mehr an eine Stute. Wenn ich hier gerade schon Autumn sehe, finde ich das eigentlich eine mega schöne Idee, das Pferd Autumn zu nennen. Ja. Willkommen in der Familie Autumn. Richtig süß, die Kleine. Richtig süß. Oh, hab sie sie mit der Lippe. Oh mein Gott. Oh. Wir müssen sie jetzt anschauen gehen. Und wir machen kurz ein anderes Outfit drauf. Wir sind zu frei, machen kurz ein anderes Outfit, bevor ich schlafen gehe. So. Da ist ja auch schon die schöne Autumn. Ich finde der Name passt einfach. Kurz ein Outfit zusammen. Ich habe meinen Kleidungsschrank aufgeräumt hier. Nach Farben wieder neu sortiert. So ein bisschen zumindest. Aber meine Ausrüstung sieht immer noch katastrophal aus. So ein bisschen habe ich mir hier angefangen, aber ja. Bin noch nicht so weit gekommen. Was für eine Farbe geben wir denn da? Kleinen. Was ich noch ein bisschen möchte. Ist auf diese Gamasche noch okay. Und die Gamasche drin? Nee. Okay. Das Outfit steht kurz zusammengewürfelt. Ich habe jetzt eine Minute gebraucht. Ich bin da nicht so heikel mit Outfits und ich bin da eigentlich auch mehr basic unterwegs. Und ich hoffe aber, dass der Ton von diesem Video okay ist. Oh. Okay. Stopp. Ich muss das jetzt mir mal anschauen hier. Schritt finde ich tatsächlich voll okay. Was ich total erstaunt bin, auch schon in den Videos. Der Trab ist verdammt gut geworden. Wirklich. Vielleicht zu anderen Pferden, der Trab war immer so ein bisschen grenzwertig, aber hier wunderschön. Der erste Grab. Die Beinhaltung gefällt mir nicht ganz so, aber die Mähne ist mega gut aus. Die Mähne sieht echt mega gut aus und der Schweif. Aber mit der Beine bin ich nicht ganz zufrieden, was genau das Problem ist, kann ich gerade irgendwie nicht sagen, aber irgendwie fehlt mir das ein bisschen was. Da gehen wir jetzt ganz kurz auf den besonderen Platz, weil das ist ein bisschen eng. So. Okay, ja, ich kann es nicht. So, ich habe zwei Chance genug. Bin ich auch voll okay. Also ganz schnell genug.
Finde ich echt sehr angenehm. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr angenehmes Reitgefühl ist. Ist auch der Sprung. Ja. Ja, finde ich gut. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich scheiße so. Was macht die eh da die ganze Zeit? Mein Gott. Geh weg. Okay. Auf jeden Fall. Will ignorieren, es ist eher. Ich mach das kurz aus. Ja. Ich bin beeindruckt. Die Show finde ich mega gut. Bin echt beeindruckt. Ja, ich hatte wirklich Angst, dass sie richtig scheiße rauskommen, weil. Ich persönlich mochte ja schon die alten Shire richtig krass gerne und jetzt, dass die neuen eigentlich noch toller sind, das freut mich extrem, weil ich hatte schon Angst, dass die das verkacken mit den Shiren, aber die haben es echt gut hingekriegt. Sie haben meine Erwartungen definitiv übertroffen und ja. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Und zwar 6 Stunden Schlaf etwas später. Wir haben jetzt 6.51 Uhr. Und man, das wählt der Championatstest. Und ja, ich bin müde und die Tatsache, dass ich bald arbeiten gehen muss, macht mich fertig. Ich bin wirklich K.O. und ja, aber. Ich war jetzt mal so frech und war mal auch wieder auf meinem YouTube-Kanal und Alter, ich bin schon fast sprachlos, ne? Wir haben 162 Abonnenten. Boah, das ist so krass, Mann. Danke vielmals. Das freut mich mega. Das freut mich echt mega und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Champi beginnt. Ne. Okay, ich habe mich trotzdem entschieden, die Aufnahme einfach laufen zu lassen. Ich hätte gerne noch ein Lied. Es ist schon schön, wieder zu Hause zu sein, also so in der Schweiz. Weil es ist halt schon ein Unterschied. Also Essen war richtig hammergeil. Aber ja, wenn ich gerade schon von meinem Urlaub rede, ne? Wenn ihr so ein bisschen Rückblick davon wollt, das ist so, ich habe halt viele Fotos gemacht. Da könnte ich ein paar Fotos nehmen und so und euch so ein bisschen davon erzählen, wenn ihr das möchtet. Und ja, wenn ihr das möchtet. Sorry, she's broken. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr das möchtet, dann schreibt es bitte in die Kommentare oder mache ich da mal einen Level Talk, respektive einen Skala Talk darüber. Und ja, jetzt kann man sich anmelden. So, Wettbewerbsgruppen sind erstellt. So, dann schauen wir mal, wie die gute Autumn abschneidet. Aber die Musik ist sogar ein bisschen zu laut. So, ist es besser. Also, ich bin mal gespannt. Ja. Die Wale Dale Championat. Also, ich muss sagen, jetzt gerade so vom Gefühl her, habe ich das Gefühl, der Scheiße ist langsam. Aber das bin ich ja anscheinend nicht, weil ich bin Fünfte. Aber das ist halt wahrscheinlich wieder eher. Wahrscheinlich wie in echten Leben eher große Galoppsprünge macht. Und ich bin ja vorhin das Welschpony geritten in dem Sinne und deswegen gibt es da sicher viele Unterschiede. Aber es ist voll cool, dass die Ronja da vorne den Namen Fjordi hat. Die meine ich auch mega. Ich hab aber keinen. Das ist voll traurig. Weil ich hatte damals noch keine Star Coins. Ja. Wie ich abkürzen heute habe. So fast.
Das ist nicht das perfekte Championat. Da muss ich dann von mehr Championate zu rein, damit ich da besser ein Schappis werde. Aber ich denke, wir sind jetzt nicht mehr so schlecht dran. Ich muss sagen, der Sprung gefällt mir ziemlich gut. Wäre jetzt natürlich toll, wenn wir noch unter den Top 3 kämen, aber wir sind schon beeindruckt, dass wir so eine, was ja Platz 4 sind. Ich weiß nicht mal, ob mein Outfit Champi werde hat. Aber das ist so typisch ich, weil ich schaue halt nicht so drauf. Ja, ich glaube, wir der Pferde. Die sind alle trotzdem wahrscheinlich ein Stück vor mir. Ja, wird der Pferde. Ja, auf jeden Fall stabil gehalten. Erstmal ein Level Up. ich bin beeindruckt. Platz 4, nicht schlecht. Und ich mag das Reitgefühl von Shaya ziemlich. Ist sehr angenehm. Und ich finde es auch, es sieht nicht irgendwie so komisch aus von der Perspektive von hinten und so. Das finde ich richtig toll. Und mein Fazit über das Shaya ist, dass es mega gut gelungen ist. Und ja, ich finde die anderen Sachen auch total okay und würde, ja, ich würde dir sogar das Pferd empfehlen. Mir gefällt es extrem und ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!